Würde ich mit einer neuen Partnerin nochmal ein Kind bekommen? Genau die Frage, die ihr gestellt habt, habe ich letzte Woche auch von meiner besten Freundin gestellt bekommen. Und ich muss sagen, es kommt drauf an. Ich meine, zum einen werde ich dieses Jahr 35, heißt, ich bin jetzt noch nicht zu alt, um mich nochmal zu verlieben und vielleicht nochmal eine Familie zu gründen. Im Moment ist das allerdings für mich ganz weit weg. Denn meine Prio im Moment sind ja absolut meine beiden Söhne und zum anderen habe ich mein Leben in den letzten 2 Jahren ja komplett auf den Kopf gestellt und einmal für mich gerade gezogen. Und im Moment fühle ich mich sehr, sehr wohl, so wie mein Leben ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch kein schöner Gedanke, irgendwie für immer alleine zu bleiben. Das sind ja schließlich noch ein paar Jährchen. Also ich glaube, wenn ich mich nochmal so richtig verlieben würde, wenn alles passen würde, wenn unsere Vorstellungen passen würden, dann wäre ich bereit, nochmal irgendwann ein Kind zu bekommen. Aber dafür müssen halt so viele Voraussetzungen stimmen, dass ich jetzt gerade nicht weiß, ob das wirklich so kommen wird. Zumal der Altersunterschied zu meinen Jungs ja dann irgendwann relativ groß wäre. Und ich weiß nicht, vielleicht kann der auch irgendwann zu groß werden. Ich weiß, wenn meine Mutter jetzt das Video sieht, die schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Denn die rechnet definitiv nicht damit, nochmal Oma zu werden. Aber das ist ja alles so hätte-hätte-Fahrradkette-Gerede. Denn ob es wirklich so kommt, das wird ja nur die Zeit zeigen. Ich sag einfach mal so zum Ende, ich bin für alles offen, was er so kommen kann und lass mich gern überraschen.